Ja, herzlich willkommen zurück, mitten rein ins Horschleifgeschehen. Für alle, die jetzt neu dabei sind bei der Vortragsreihe, nochmal ganz kurz, was ist Horschleif? Wir haben uns entschieden, ein voll digitales Seminar zu machen mit vielen verschiedenen Themen. Und der nächste Themenblock ist die Direktsaat. Bevor ich tiefer einsteige, hier nochmal der Hinweis, die Möglichkeit besteht, durchgehend Fragen im Chat zu stellen, mit denen wir uns dann auch im Detail mit den Referenten live auseinandersetzen. Ja, Direktsaat, ein Thema, das das Unternehmen Horsch seit, ja, von Anfang an letztendlich begleitet in unterschiedlichen Facetten. Wir sind in den letzten Jahren wieder viel tiefer eingestiegen mit neuen Produktreihen, um sich einfach damit auseinanderzusetzen, wie kann ich denn in der Direktsaat nach vorne kommen. Jetzt ist natürlich Direktsaat unter mitteleuropäischen oder in dem Fall deutschen Bedingungen eher ein Ausnahmefall, zumindest die reine Direktsaat. Deswegen freut es mich umso mehr, dass Herr Zink, ein Landwirt aus Mitteldeutschland, sich bereit erklärt hat, uns einfach einen Einblick zu gewähren, wie er denn auf seinem Standort schafft, Direktsaat zu etablieren, vernünftige Bestände hinzustellen und natürlich am Ende, was immer entscheidend ist, auch vernünftige Erträge zu generieren. Ich freue mich auf den Beitrag und auf die anschließende Live-Diskussion mit dem Herrn Zink. Herzlich willkommen zu meinem Anteil am Webinar. Ich danke der Firma Horsch für die Einladung, dass ich mein Direktzahlsystem kurz vorstellen darf und möchte Ihnen zeigen, wie ich das mache, auf was ich Wert lege und ja, habe einiges an praktischen Nutzen für die Teilnehmer eingebaut. Wer gut zuhört, sollte mindestens 150 Euro je Hektar mehr Erlös oder minder Ausgaben haben. Ich zeige Ihnen das. Mein Name ist Ulrich Zink. Ich betreibe Landwirtschaft im südlichen Sachsen-Anhalt, mittlerweile ein reiner Direktsaatbetrieb. Unsere natürlichen Standorteinheiten, wir sind im südlichen Sachsen-Anhalt, Grenze zu Ostthüringen. Tatsächlich war der Standort bis zur Wende Thüringen, aber in den Gebietsreformen sind wir Sachsen-Anhalt geworden. Unsere Böden sind Pfahlerden, Pseudo-Gleibbraunerden, Parabraunerden und ein sehr, sehr kleiner Anteil Chernozem. Unsere durchschnittliche Jahresniederschlagsmenge liegt langjährig bei 520 mm. In den Trockenjahren, die wir hinter uns haben, sind es deutlich weniger. Wir hatten teilweise vom 1. Januar bis 6. August, Beginn der Weizenernte hier gewesen, deutlich unter 300 mm Niederschlag. Das wenigste waren 238 mm. Ja, Vorsommertrockenheit ist hier Normalzustand und ja, die Betriebsgröße ist im Moment 367 Hektar. Wir haben 63 Bodenpunkte im Durchschnitt. Der Anbau auf meinem Hof ist, also mein Werkzeugkasten, aus dem ich mich bedienen kann. Die Fruchtarten Rüben, Weizen, Mais, Sommerung, Durum, auch Wintergerste, Ackerbohne, Erbsen und Phacelia zur Saatgutvermehrung, Raps und ja, ab und zu in der Nische Öhlein und Lupine. Der Leguminosenanbau wird einem so ein bisschen vergällt durch diese starke Sommertrockenheit. Ist schwierig, da gute Erträge zu erreichen und ja, das sind dann schwankende Anteile in der Fruchtfolge. Es wird auch nicht alles jedes Jahr angebaut, aber das hier ist mein Werkzeugkasten. Auch Sojabohne, schwankende Erträge. Es geht von 13 bis 33 Dezitonnen. Das ist noch nicht da, wo man sagt, okay, das ist ein ertragendes Fruchtfolgeglied. Aber es ist immer mal wieder drin und wird weiter ausprobiert. Es dreht sich alles so ein bisschen um den Winterweizen, der hier sehr schön wächst, mit steigendem Anteil auch der Körnermais, mit dem wir gut zurechtkommen. Ja. Sie sehen, und Zwischenfrüchte womöglich und sinnvoll. Das heißt, es wird nicht nach jeder Frucht eine Zwischenfrucht gebaut. Es muss auch vom Wasser her ein bisschen passen und es muss auch bei dem relativ teuren Zwischenfruchtsaatgut, muss auch der Anbau sinnvoll sein. Aber wo geht, wird es gemacht. Unser Technikbesatz. Ich habe zwei Traktoren im Einsatz von John Deere. Der 8100 ist mittlerweile 24 Jahre alt.
habe eine Direktzeitmaschine von Crosslot, sage ich nachher noch was dazu, eine Selbstfahrspritze, ungewöhnlich für diese Betriebsgröße, ist mir klar, aber die hat, lebt ihr zweites Leben bei uns. Die hat mittlerweile 80.000 Hektar gemacht und ja, Düngerstreuer, meine Erntekette, der New Holland oder Überladewagen, ein Telelader, Güttlerwalze und zwei Injektoren für die Flüssigdüngung, da arbeite ich noch im Lohn, aber nicht sehr dramatisch, alles im niedrigen vierstelligen Hektarbereich. Ja. Warum Direktsaat? Also am Anfang war es eine arbeitswirtschaftliche und Kostenüberlegung. Das Pflügen hat uns 5 Überfahrten gekostet, bis es eingesät war, also mit Saatbettbereitung. In der Mulchsaat kamen wir auf 3 Überfahrten. Das war schon ein großer Fortschritt. Und in der Direktsaat kamen wir mit einer Überfahrt zurecht, was natürlich eine große Kosteneinsparung ist. Und mit die Überlegung war, dass man höhere Erträge durch mehr für das Wachstum zur Verfügung stehendes Wasser und eine steigende Bodenfruchtbarkeit. Also man geht davon aus, dass eine Überfahrt mit einer Bodenbearbeitung so 25 bis 27 mm Wasser kostet, das wir in der Direktzeit dann zur Verfügung hätten. Ausschlaggebend war auch ein DLG-Feldtag in Glessin in den 90ern. Da war die Firma Horsch mit dem Ernst drüber. Und da hat der Professor Köller von Hohenheim gesagt, also es wäre jetzt ideal, wenn man hier direkt einsäen würde. Und da kam man dann so ein bisschen ins Nachdenken, was meint der Professor. Und haben uns damals angefangen, mit dem Thema zu beschäftigen. Es gibt noch andere Gründe. 39 Milliarden Tonnen Boden gehen jedes Jahr verloren durch Erosion weltweit. Das ist ein Niederschlag hier bei uns in der Gegend. Das ist ein Niederschlag von 4 mm flächig. Sie sehen, dass es da schon nicht mehr regnet. Aber das Wasser läuft zusammen. Es kann nichts aufgenommen werden von dem Boden. Und das Wasser läuft ab. Die Infiltrationsleistung, die Bodenfunktion ist nicht gegeben. Und der Boden war zur Aussaat sauber, tief und ordentlich bearbeitet. Das war eine prima Gare. Und Sie sehen, dass der Mais steht. Da hat alles funktioniert. Aber der Boden ist kaputt gearbeitet. Auch diese geringen Wassermengen werden von den Böden dann nicht mehr aufgenommen. In der Mulch- und Direktsaat ist die Bodenfunktion einfach gegeben und das Wasser kann auch im Boden drin bleiben, reingehen. Und wir vermeiden diese Erosion auf unseren Flächen. So sähe ein Maisacker der Blick auf den Boden aus am Tag der Ernte. Sie sehen, der ist noch komplett von Stroh bedeckt. Sie sehen, dass die Regenwürmer angefangen haben, die Strohhaufen zu formen, diese Strohsterne zusammenzuziehen. Also der Abbau geht voran, aber die Schutzfunktion von der aufliegenden Strohschicht ist noch hundertprozentig gegeben. Das hier ist unsere Direktsaatmaschine auf der linken Seite, die Crosslot mit dem Traktor. Auf der rechten Seite sehen Sie die 3 möglichen Saatschlitzarten, die möglich sind. Auf dem linken, das ist der von der Crosslot, ein schön geschlossener Saatschlitz. Der mittlere ist ein V-förmiger Saatschlitz von der Zinkenmaschine. Und das rechte Bild wäre der Saatschlitz von einer Scheibenmaschine, von einer Doppelscheibenmaschine. Und das Wichtige, was man sich ansehen muss bei diesen Saatschlitzen, ist, bei der Crosslot zum Beispiel, man spricht von Soil Fog, Bodennebel. Man sagt, im Boden herrscht, egal wie feucht der Boden ist oder wie trocken der Boden ist, muss ich sagen, herrschen 100% Luftfeuchte im Boden. Also in einem geschlossenen Saatschlitz werden Sie immer eine Keimung haben. Das ist der große Vorteil von dieser Crosslot. Alle anderen Saatschlitzarten verschwenden mehr oder weniger Wasser. Also man hat mit diesem Crosslot-System oder mit diesem T-Force-System, wie es jetzt auch heißt, hat man den einen der besten Aufgänge. Bei diesem Bild sehen Sie die Aussaat in den stehenden Weizenbestand, wo nur die Ähren abgestrippt wurden. Das ist Stroh von 9 Tonnen Axioma, was da übrig ist. Es gibt keine Verstopfung bei dieser Technologie. Das sollte eine funktionierende Direktsaatmaschine können. Das Ergebnis hier, Raps nach dem System.
Sie sehen zwischen den Rapspflanzen sehen Sie den umgedrückten Weizen. Das liegt alles sehr flach und schön auf dem Boden. Da ist nichts gemulcht und ja, hier eine Zwischenfrucht, auch in den gestrippten Weizen reingesät. Und auch in dem sehr trockenen Jahr bekommt man sehr gute Aufgänge hin. Und das heißt jetzt nicht, dass es nur diese Direktzeitmaschinen gibt und nur die funktionieren, ganz klar. Aber managementmäßig ist es so sehr einfach. Eine Zinkenschaumaschine bräuchte hier eben einen Mulcher, einen vorlaufenden Mulcher, und dann könnte das auch mit einer Zinkenschaumaschine gehen. Die Crosslotte ist in der Hinsicht eben das am weitesten entwickelte System. Man sieht hier, also Crosslot heißt Kreuzschlitz. Man sieht ja, warum das so heißt. Hier auf der linken Seite sieht man dieses gezeichnete Bild. Auf der linken Seite, auf dem Podest oder unter dem Blade, liegt quasi das Saatgut, und auf der rechten Seite liegt der Dünger. Auf der rechten Seite ist mal von hinten aufgegraben, hinter einem Opener. Sie sehen, dass Hairpinning bei dem System keine Rolle spielen kann. Das ist sehr wichtig. Das Saatgut liegt quasi immer auf der horizontalen Ablage, abseits vom Stroh, und kann dort sehr schön keimen, ist für sich alleine. Ist es nötig, dass man bei der Direktsaat den Dünger nahe ans Korn bringt oder mit der Saat ausbringt? Ja, das ist eine sehr gute Sache. Sie sehen hier ein Bild mit einer späten Aussaat. Das Feld war vorher, das war bis dahin bearbeitet, also gepflügte Böden. Das haben wir da übernommen. Das gab eine späte Aussaat von Sommerweizen. Da ist der Splint an der Düngemitteldosierung gebrochen, und so hat es durch Zufall oder auch absichtlich eine schöne Nullparzelle gegeben. Und man sieht sehr deutlich, auch diese sehr geringen Mengen an schwefelsaures Ammoniak, ich meine, das waren 80 Kilogramm je Hektar schwefelsaures Ammoniak, also relativ wenige geringe N-Mengen, wie sehr die das Feld glatt ziehen oder diese noch sehr unterschiedlichen Gegebenheiten auf so einem Feld, was in der Umstellung ist, glatt ziehen. Also das ist der Dünger zur Saat oder der Dünger nahe im Saatschlitz ist eine sehr wichtige Angelegenheit. Kommen wir zur Enddüngung. Alle Enddüngung in unserem Betrieb erfolgt über die Injektion. Also dieser Injektor, mit diesem Injektor bearbeiten wir auch im Lohn. Es wird quasi kein Stickstoff gestreut, sehr wichtig. Meine Meinung im Direktsaatsystem, dass man den Stickstoff platziert unter der aufliegenden Streuschicht. Und das gibt eine sehr sichere Stickstoffwirkung und eine sehr hohe Ausnutzung, die man mit auf jeden Fall mit flüssig gespritzten Düngern so nicht hätte, da die da erst wieder mineralisiert werden müssten. Das System ist die Kultandüngung bei uns im Betrieb. Es ist gekennzeichnet durch Ammonium als dominierende Stickstoffquelle. Durch dieses Depot, was man anlegt mit diesen Nadelrädern, erreicht man ein phytotoxisches Depot. Das heißt, die Pflanze kann die Aufnahme kontrollieren in der Form, dass nur bei Photosynthese Kohlenhydrate zur Wurzelspitze geschickt werden und dort die Ammoniumaufnahme erfolgt und auch die Aminosäurensynthese in der Wurzelspitze erfolgt. Das hat für die Pflanze große energetische Vorteile. Für uns als Landwirt ist es natürlich eine super Sache, wenn wir in dieses Depot Mikronährstoffe reinmachen können. Also Bor, Kupfer, Mangan, Zink und können wir mit ins Depot einfügen. Und das ein weiterer großer Vorteil, man kann diese sehr preiswerten Salze verwenden, also die Sulfate, ja. Kupfersulfat, Mangansulfat, Zinksulfat. Die Dünger, die verwendet werden, sind eigentlich Abmischungen aus verschiedenen, möglichst ammoniumreichen Düngern. Die Mindestanforderung wurde vom Dr. Sommer, der das Kultanbuch geschrieben hat, die Mindestanforderungen wurden festgelegt auf, dass mindestens 25% NH4 enthalten sind, maximal 30% NO3. Und Harnstoff maximal 50%. Also mit einem reinen AHL würde man diese spezifische Anforderung noch einhalten. Bei uns im Betrieb werden meistens eine Mischung aus Ammonium-Nitrat-Harnstofflösung und Ammoniumsulfat gemacht. Zum Beispiel eine Mischung aus 2:1.
oder 1 zu 2, ein AHL, 2 Ammoniumsulfat, gäbe knapp 146 Kilo N und 60 Kilogramm Schwefel je Tonne Dünger. Es entspreche diesen Spezifikationen wie angegeben. Wenn keine Salze mit ins Depot gegeben werden sollen, hat man die Möglichkeit, dass man einen Phosphordünger mit einbringt. Das steigert auf der einen Seite nochmal den Ammoniumgehalt vom Depot. Es wird dadurch stabiler, kann man so sagen, ja. Hier mal ein Bild von der Kultandüngung auf der linken Seite. Neben der konventionellen Düngung, breitflächig auf der rechten Seite. Das ist ein sehr, sehr trockenes Jahr gewesen. Wie gesagt, diese 238 mm in der Vegetationszeit. Und Sie sehen auf der linken Seite, der Bestand, der hat gut angepackt an den Dünger. Da ist es, der sieht so aus, wie er aussehen soll. Es handelt sich um Eweizen, Axioma. Dieses Bild setzt sich fort bis zur Ernte eigentlich. Das Kultanverfahren ist lange grün. Die Wurzeln sind intakt, können sehr gut Wasser aufnehmen und die Pflanze ist relativ sparsam mit Wasser. Der konventionelle Bestand auf der rechten Seite leidet hier schon an Wassermangel. Der Kultanbestand nutzt die Wachstumszeit eigentlich besser aus, auf die Art und Weise. Ich weiß, dass der Axioma hier über 9 Tonnen Ertrag gebracht hat. Ist es jetzt nur Kultan und die Direktsaat? Oder wie kommen wir zu solchen Beständen? Oder was hilft uns da weiter? Wir beginnen weiter vorn. Wir versuchen beim Saatgut anzufangen. Wir legen sehr viel Wert auf eine prima Wurzelentwicklung. Das erreichen wir einmal dadurch, dass wir das Saatgut mit Mikronährstoffen ausstatten. Hier ist eine Mischung, die ich benutze. Hat sich über die Jahre so entwickelt. Im Moment am Saatgut Bor, Kupfer, Mangan, Nutrified. Das ist ein elementarer Bestandteil, eigentlich eine NK-Düngerlösung, aber wirkt eher wie eine Biostimulanz. Hat eine fantastische Wirkung auf die Wurzelentwicklung. Und haben hier seit Jahren sehr gute Erfahrungen mitgemacht. Bei uns kommt noch dran das Zinkgelat und Kantor. Sage ich gleich noch mehr dazu. Und ja, Molybdän, Eisen, Kobalt. Damit experimentieren wir im Moment rum und haben aber schon sehr schöne Ergebnisse damit erzielt. Hier mal ein Bild. Auf der linken Seite ist es ohne Nutrified und ohne Kantor. Auf der rechten Seite ist es mit Nutrified und mit Kantor. Das ist jetzt ein Fertigprodukt, das heißt Custosem. Aber Sie sehen sehr schön auf der rechten Seite diese viel, viel bessere Bewurzelung und ja, so richtige Rasterlocken. Sind sehr schöne Effekte. Hier nochmal ein paar Pflanzen von einem späteren Zeitpunkt. Auf der linken Seite ist es wieder dieses Nutrified plus die Mikronährstoffe. Und auf der rechten Seite, zweite und dritte, ist ohne. Also es sind große Unterschiede und die verwachsen sich nicht. Man kann das über die gesamte Vegetationszeit, kann man dieses schönere, bessere Wurzelwerk an der Pflanze beobachten. Ja, wie kriegen wir das da drauf? Der Handel hilft uns da nicht oder ist noch nicht so weit. Die Nachfrage, dass es gleich beim Z-Saatgut dabei ist, da trifft man immer noch auf taube Ohren, größtenteils. Ja, wir haben einfach einen alten Betonmischer genommen, eine Achse drunter gepackt und versuchen mit dem unser Saatgut selber nachzubeschichten. Also alles Z-Saatgut geht auch hier durch und erhält diese Mikronährstoffausstattung und das Nutrifeed und das Kantor. Gleichzeitig dient uns das Mischerchen hier noch zum Mischen von Zwischenfrüchten und ja, mal einen Blick durch die Wartungsluke. Wir haben in diesem Betonmischer eine Düse angebracht, hinten ein Lager angebracht und hier ist jegliche Art von Mikronährstofflösung bis hin zu Huminstoffen. Alles, was man durch eine hochmoderne Beizanlage nicht durchschicken kann, ist natürlich durch so einen Charge-and-Beizer, möchte ich mal sagen, ist es kein Problem. Hier könnte man sogar Kompostpräparate einfach mit reinschütten, das arbeitet wunderbar. Es gibt sehr, sehr gute Ergebnisse und
Wir sind hochzufrieden mit unserem Saatgutbeschichter. Diese Mikronährstoffmischung, die benutzen wir an jeglichem Saatgut. Also es wird am meisten damit behandelt. Zuckerrüben hatten wir damit schon behandelt. Raps und alle Getreidearten. Ist eine geringe Mühe und ein sehr, sehr geringer Kostenaufwand. Also wir liegen dabei vielleicht 10 Euro je Tonne. Und die Ergebnisse sind frappierend. Also große Unterschiede in der Wurzelentwicklung und große Unterschiede in der Jugendentwicklung der Pflanzen. Ja, wir haben einen gleichmäßigen Saatfluss durch dieses Kantor, ein Öl. Was sehr wichtig ist, gerade bei dieser Crosslot, die hat leider sehr viele horizontal verlaufende Saatschläuche. Die Schlauchgarderobe ist nicht sehr schön gemacht. Durch diesen besseren Saatfluss und dass die Körner durch das Kantor sehr glatt werden, erreicht man, dass man viel weniger Häufelsaat hat. Also die Bestände in der Reihe sind sehr viel gleichmäßiger. Und das ist eigentlich ein Schlüssel für höhere Erträge, dass die Pflanzen nicht die ganze Zeit mit sich und ihrem Nachbar beschäftigt sind und um den Raum an der Wurzel oder den Wurzelraum streiten, sondern dass da ein bisschen Platz ist. Und ja, Häufelsaat ist zu vermeiden, unbedingt. Dann ist es natürlich noch ein angenehmes Ding, wenn man an dem Big Bag steht und macht die Sämaschine voll und man steht nicht im roten Nebel. Also selbst wenn man ohne Handschuhe arbeitet, man hat keine roten Hände mehr. Also das ist für mich ein großer Vorteil. Der Arbeitsschutz zählt auch dazu. Das ist mittlerweile eine Standardmaßnahme bei uns und hochprofitabel, hochrentabel. Ja, noch ein paar Worte zur Bodendüngung. Die Bodendüngung erfolgt bei uns quasi über das Kinsey-Albrecht-System. Und ja, wichtig ist, oder ein sehr wichtiger Satz, den er geprägt hat, ist, dass die chemischen Eigenschaften des Bodens bestimmen dessen physikalische. Beide zusammen bilden das Haus für die Bodenfruchtbarkeit. Das ist ein wichtiger Satz, das muss man sich vor Augen führen, dass wenn die Chemie nicht stimmt, dass man auch mit mechanischen Eingreifen keine dauerhaften Lösungen schafft. Also die Chemie muss in Ordnung sein. Grundlage dafür ist die Kinsey-Analyse und wir versuchen danach die Böden auszudüngen, also zu balancieren. Also eine Düngung nach Nährstoffbalance in Boden und Pflanze. Was wichtiger ist als der Gesamtgehalt an Nährstoffen im Boden. Ja, die Bodendüngung sehen wir als Bodenernährung. Ein paar Begrifflichkeiten daraus ist zum Beispiel die Kation-Austauschkapazität. Das ist das Volumen vom Boden, das für Nährstoffe zur Verfügung steht. Quasi kann die Pflanze aus einer Mokka-Tasse lutschen oder kann sie sich am Maßkrug bedienen. Die Belegung der Austauscher ist die Basensättigung. Das Ziel ist allermeistens ein Verhältnis von 68:12. Calcium-Magnesium, bei diesem Wert ist die Wasser Haltefähigkeit und die Luftführung optimal. Für die Calciumdüngung bedeutet das, Calcium macht den Boden poröser, wasserdurchlässiger. Magnesium zum Beispiel würden fester und wasserundurchlässiger machen oder wasserhaltefähiger machen. Und was sehr wichtig ist, der pH-Wert ist das Ergebnis der Düngung, nicht der Grund. Ja? Das hier wäre mal ein Ergebnis einer Kinsey-Analyse. Ich glaube, die ist aus Sibirien. Sie sehen, oben die Basensättigung wird untersucht, weiter unten die Anionen, dann die Kationen und ganz unten die Spurenelemente. In der mittleren Spalte sehen Sie, was der gewünschte Wert für diesen Boden ist und was herausgekommen ist in der Untersuchung. Und in der rechten Spalte das Gelb hinterlegte, das wären die Düngeempfehlungen, die sich daraus errechnet. Nichts Kompliziertes, kann man ganz einfach machen. Und ja, ich möchte kurz an einem Beispiel zeigen, wie der Anbau bei uns ablaufen würde im Winterweizen. Zum Beispiel würden wir, angenommen, am 25.09. aussäen. Wäre bei uns die Aussaatmenge 150 Körner je Quadratmeter, circa. Das würde sich steigern über die Zeit bis November, so bis 360 Körner je Quadratmeter.
Man hat die Möglichkeit an dieser Cross-Lot, dass man beide Seiten des vom beide Seiten der die, beide Opener-Seiten für Saatgut benutzt. Seit man keinen Dünger mehr unter Fuß legen darf, kann man dann die späten Aussaattermine, kann man dann hat man eine sehr schöne Saatgutverteilung auf beiden Seiten von der Säscheibe. Also so ab 260 Körner je Quadratmeter würde ich oder wechsle ich dann auf beide Saattanks für Saatgut und lasse den Dünger weg. Die Kalkung granuliert gerade noch den Entzug und ja, sehr arbeitswirtschaftlich sehr gut. Unkrautbekämpfung im Herbst, womöglich. Bei den ganz späten Aussaaten macht das auch keinen Sinn mehr. Und dann eben die Bestandesetablierung beurteilen, dass man im Frühjahr mit den Düngemaßnahmen entsprechend reagieren kann. Das wäre so Stadium, sag mal, von 25 bis EC 30, je nach Ertragsziel, Sorte und Zweck, die Stickstoffdüngung durchzuführen über das Kultanverfahren. Wir haben lange Jahre ohne Halmstabilisatoren gefahren, weil man sehr gut ohne arbeiten kann in dem Kultansystem und weil man teilweise Weizen nach Dänemark liefern konnte, wo da ein kleiner Aufschlag bezahlt wurde für wachstumsreglerfreie Ware. Jetzt ist natürlich so ein Ding, das geht 8 Jahre gut und ein Jahr hat man dann etwas Lager oder hat Lager und ist ja, je nach Risikoaffinität kann man den Wachstumsregler weglassen. Es ist kein Geld, was benutzt wird und es nimmt so viel Risiko raus, also sehr angepasst an die Sorte. Also lageranfällige Sorten, wenn es in die höheren Erträge geht, würde ich es nicht mehr weglassen. Ja, solche Sorten wie Patras und so sind uns nicht stabil genug für das System, aber es gibt durchaus Sorten, die das aushalten. Ja, eine Maßnahme zur EC 32 wäre noch Kornkali. Der Professor Sommer hatte hunderte von Taschversuchen über das ganze Bundesgebiet gemacht und hat in keinem einzigen keinen Mehrertrag erzielt. Also das ist eine sehr effektive Maßnahme, wo man mit sehr wenig Dünger nochmal am Boden was bewegen kann und noch ein bisschen mehr Ertrag rauszieht. Okay, EC 49 dann, das wäre die letzte Möglichkeit für N. Dann flüssig mit Harnstoff übers Blatt und eventuell noch mit Mikronährstoffen, wenn da noch was fehlt. Fungizide begleitend. So hätte das vor 25 Jahren ausgesehen, als noch mehr Probleme da waren mit Krankheiten. Bitte nicht auf die Mittelchen gucken, aber schon so, die Mengen schon so reduziert. Und heute komme ich mit 1, maximal 2 Behandlungen aus. Die Kosten in diesen Trockenjahren liegen natürlich höchstens bei 5 bis 10 Euro. Was soll man da viel machen? Man kann diese Infektionszeitpunkte über eSIP oder geeignete Internetportale sehr genau festlegen und kann dann auch sehr auf den Punkt kommen mit sehr geringen Mengen. Kann man sich da einfach hinstellen und die Mengen so reduzieren? Nicht empfehlenswert. Ich mache das mal kurz am Glyphosat fest. Und mir direkt sehr, immer sehr in der Kritik sind, ja, wir benutzen Glyphosat. Wir benutzen im Durchschnitt 0,7 Liter Glyphosat im Betrieb. Wie geht das? Es geht um Wasserkonditionierung. Ich rede nicht von pH-Wert senken, das trifft es überhaupt nicht. Der pH-Wert ist nicht unser Feind, die Härte. Die Härte tut uns weh. Sie sehen hier, was eingeblendet wurde. Das sind Untersuchungen von der Frau Dr. Schneider. 100 Liter Wasser mit 245 ppm Calcium binden 115 Gramm Glyphosat. Sie sehen, dass es ein Problem der Wassermenge ist. Bei 300 Liter Wasser mit diesen 245 Part per Million Calcium hätten wir schon fast einen ganzen Liter Glyphosat, der in der Einspülschleuse unwirksam wird. Also kann nicht wirken, ist einfach gebunden. Der Grund ist hier die Komplexe, die Glyphosat mit Kation bildet, die sind unter normalen Bedingungen sind die stabil und irreversibel. Also das löst sich auf dem Blatt nicht mehr auf, was da einmal festgelegt wurde. Also auf diese Weise festgelegtes Glyphosat kann nicht mehr wirksam werden. In dem Bild sieht man das sehr schön. Unten auf der linken Seite die Kontrolle. Auf der rechten Seite Glyphosat mit Calcium, mit sehr calciumhaltigem Wasser.
Da ist nahezu null Wirkung und in der Mitte mit konditioniertem Wasser volle Wirkung. Das ist ein Provokationsversuch, aber man kann sehr schön sehen, was da passiert. Ich möchte noch zur Blattdüngung was sagen und wie wir das durchführen im Betrieb. Wir messen den Pflanzensaft mit einem Refraktometer, also ich sag, wir bricksen. Ziel der Maßnahme ist die Optimierung der Photosynthese. Nährstoffe, die wir beachten dabei, ist hier einmal Mangan. Einer von den ersten Nährstoffen, die funktionieren müssen. Es ist Teil der Wasserhydrolyse in der Photosynthese. Wenn das nicht funktioniert, wird man immer nur mit angezogener Handbremse da in der Gegend rumfahren. Gleichzeitig beeinflusst es die Kaliumaufnahme. Ein weiterer Nährstoff ist Eisen. Man kann dadurch die Photosyntheserate bis zu 8-mal erhöhen. Es gibt dickere Blätter, sozusagen. Bor ist wichtig für den Zuckertransport und ist ein Abreifebeschleuniger. Zink beeinflusst die Blattgröße, ist Teil mehrerer hundert Enzymsysteme in der Pflanze und sehr wichtig im Trockengebiet natürlich. Es beeinflusst die Stomata-Funktion. Ist kein Zink da, ist die Pflanze eingeschränkt, wie sie ihre Stomata kontrollieren kann. Dann Kupfer ist wichtig für die Zellelastizität, kann Lager verhindern. Molybdäm ist Bestandteil des Enzyms Nitratreduktase. Wenn das nicht richtig gebildet werden kann, haben Sie natürlich Pflanzen, die keine vollständigen Photosyntheseprodukte enthalten und sind dann oftmals Opfer von tierischen Schädlingen. Blattläuse, deren limitiertes Verdauungssystem mit vollständigen Photosyntheseprodukten weniger anfangen kann. Dann wäre noch das Kobalt, sehr wichtig für die Zytokininsynthese in der Wurzelspitze und kann die Abreife verzögern. Welche Werkzeuge werden dafür gebraucht? Sie brauchen dafür ein handelsübliches Refraktometer, hat jeder Öbster. 30 Euro und es gibt verschiedene Messgeräte von Horiba zum Beispiel, mit dem Sie den Saft-pH messen können oder saftspezifische Ionen messen können, also Kalium, Calcium, Natrium, Nitrat. Wie geht die Diagnosetechnik vor sich? Man füllt seine Mikronährstoffe, die man in Verdacht hat, dass fehlen könnten. Füllt man in solche Sprayfläschchen und nimmt eine Messung von einer unbehandelten Stelle. Also das heißt, ein Tropfen mit einer Knoblauchpresse presst man aus einer Pflanze aus, bringt sie auf das Refraktometer und stellt fest, welcher Zuckergehalt ist da drin, wie hoch ist der Brix-Wert, den man ablesen kann. Und dann kann man sich verschiedene Mikronährstofflösungen machen, herstellen, also aus handelsüblichen Sachen, und bringt die auf die Pflanzen auf. Nach einer Stunde misst man den Brix-Wert nochmal. Wenn der Brix-Wert 1, 2 oder 3 Punkte hochgegangen ist, dann weiß man, okay, das ist eine hochwirtschaftliche Maßnahme. Die Photosynthese wird dadurch unheimlich gut beeinflusst. Wir gehen die Flächenbehandlung. Es gibt auch die Möglichkeit, dass man das im Labor untersuchen lässt. Die Firma Crop Control, Nova Crop Control in Holland, bietet solche komplexen Untersuchungen an. Also man schickt 100 Gramm Pflanzen ein und die untersuchen das ein. So geht es auch, so kriegt man mal einen grundsätzlichen Wert oder die grundsätzlichen Werte und weiß dann schon, in welche Richtung das man suchen muss. Also auch das macht sehr viel Sinn, dass man sich einmal in der Saison so eine professionelle Analyse machen lässt und dann nicht im Nebel stochert, sondern weiß, okay, es geht in die Richtung und man kann dann sehr zielsicher suchen und handeln. Über diese Diagnosetechnik. Was zu den Brixen dazugehört, ist der pH-Wert des Pflanzensaftes. Optimal ist er bei 6,4. Das ist komischerweise bis Blut vom Menschen. Ist auch der Pflanzensaft. Ist der pH-Wert sehr tief? Hätten wir einen Mangel an Kationen, Kationenproblem?
oder ist er sehr hoch, geht er Richtung 7, 8, dann haben wir Anionproblem, also NPS-Mangel. Ja, das weist darauf hin, also bei 6,4 hat man eigentlich kein Problem mit Krankheiten oder Schädlingen oder sollte es nicht haben. Geht der pH-Wert sehr weit hoch, hat man können wir sehr leicht ein Problem mit Insekten bekommen, also Schädlingsbefall. Das heißt aber nicht, dass man dann im Nachhinein durch den Schädlingsbefall gibt es auf den Blättern auch wieder eine große Beeinflussung, wo der pH-Wert auf der Blattstelle sinkt und dadurch können dann trotzdem auch noch die Krankheiten da einschlagen. So, das ist unser Diagnosetool, mit dem man recht erfolgreich sich eigene Mikronährstoffmischungen machen kann. In unseren Mikronährstoffmischungen ist an zwei Zeitpunkten EC30, 32 und 37, 39 ist Nutrifide enthalten. Und wir hübschen das dann noch auf mit dieser Pflanzensaftanalyse und versuchen da die Sachen, die fehlen, noch zu integrieren. Hier nochmal ein kleiner Literaturhinweis. Dieses No-Tillage Seeding Science and Practice von Baker und Ritchie, sehr, sehr hilfreich, wer sich mit dem Thema mal beschäftigen möchte. Ebenso das Crop and Pasture Establishment. Okay, das ist in Englisch, aber es ist sehr einfach geschrieben und sind auch viele Bilder dabei, da kann man sehr viel Wissen draus ziehen. Ja, dann das Kultan-Buch von Carl Sommer, ein Klassiker mittlerweile. Es gibt schon sehr lange, aber natürlich immer noch sehr aktuell. Und natürlich das Praktische Landwirtschaft von Neil Kinsey. Und auf der linken Seite unten noch ein Link, eigentlich zu Terranimo, eine Schweizer Seite, die das Thema Bodendruck und Bodenschutz sehr gut behandelt. Man kann da seine eigene Technik, seine Reifendrücke und seine Radlasten mal ganz kurz eingeben und sieht, was mache ich eigentlich auf meinem Feld mit meiner Technologie? Ist es noch in Ordnung oder bin ich schon an der Grenze zum, dass ich Schadverdichtung verursache? Ne? Das ist natürlich eines von den Themen, die unbedingt zu vermeiden sind in der Direktsaat. Geht gar nicht. Ja, hier noch unser, Sie haben es gesehen, meine Einrahmung in allen Folien ist von der GKB, die Gesellschaft für konservierende Bodenbearbeitung. Das ist so unsere Vereinigung für die Mulch- und Direktsaat interessierten Landwirte, unsere Plattform für einen Ideen- und Gedankenaustausch, wo wir im Laufe der Jahre schon sehr viele andere interessante Landwirte und viele Freunde gewonnen hat. Also kann ich nur empfehlen, wer sich mit dem Thema direkt um Mulchsaat beschäftigt und bodenschützend arbeiten beschäftigt, GKB ist ein super Anlaufpunkt und ja. Ich bedanke mich für Ihre Zeit und für Ihr Interesse. Hier sind meine Kontaktdaten, Sachen, die noch nicht ganz verständlich waren oder die im Nachgang jetzt bei der Fragerunde nicht beantwortet werden können. Dürfen Sie mich gern kontaktieren oder wenn Sie Fragen zur Kinsey-Analyse haben, einfach anrufen. Ich bedanke mich für Ihre Zeit und Ihre Aufmerksamkeit. Dankeschön. Ja, ich denke, der Vortrag vom Herrn Zink hat wieder gezeigt, wie komplex das Thema Direktsaat ist, wie wichtig es ist, auch die Zusammenhänge sich ganzheitlich anzuschauen, kommend natürlich vom Boden über Bodenaufbau, die Bodenzusammensetzung und natürlich dann auch das Säverfahren an sich, was ja letztendlich dann auch der maßgebliche Arbeitsschritt im Verfahren ist. Mich freut sehr, den Herrn Zink jetzt persönlich begrüßen zu dürfen zur Fragerunde. Herzlich willkommen, Herr Zink. Danke, hallo Herr Braun. Herr Zink, wir sehen im Chat einen sehr, sehr regen Austausch zu Ihrem Thema und ich würde gleich direkt mit der ersten Frage starten wollen. Ich glaube, für Sie ein bisschen eine vorhersehbare Frage und zwar interessiert einem Zuschauer die Thematik Schnecken und Mäuse, wie Sie denn mit dem Druck umgehen oder ich formuliere die Frage mal um, gibt es überhaupt einen höheren Druck auf den Flächen? In der Anfangszeit hat man schon höheren Druck gehabt hier mit Schnecken, aber in unserem System können wir äußerst sparsam mit Insektiziden umgehen. Also ich kann mich so richtig nicht daran erinnern, weil wir das letzte Mal im Getreideanbau ein Insektizid gespritzt haben und haben dadurch natürlich auch keinen negativen Einfluss auf die Nützlinge. Also sprich die Laufkäferarten
sind sehr mobil und jeder Laufkäfer arbeitet gegen Schnecken. Das ist keine hundertprozentige Kontrolle, also man muss sehr wachsam sein und eventuell mit Schneckenkorn eingreifen. Aber oftmals ist es so, dass diese Schneckenpopulationen da sind, aber gut in Schach gehalten werden durch die Nützlinge. Und Mäuse haben wir genau wie die Nachbarn. Also wenn die Nachbarn mit der Legeflinte losstürzen, dann sind wir auch dabei. Also da sehen Sie keinen maßgeblichen Unterschied. Zweite Frage, geht es um das Thema Strohauflage oder Ernterückstandsauflage. Sehen Sie da oder beobachten Sie da Probleme in der Enddynamik, also Schlagwort Stickstoffsperre? Bei meinem Düngeverfahren, dem Kultanverfahren, gar nicht. Ich tue ja mit dem Nadelradinjektor, bringe ich ja den Stickstoff im Depot unter diese aufliegende Streuschicht und bin eigentlich komplett unabhängig davon. In der Anfangszeit war ich mit Flüssigdünger, AHL und Mehrlochdüsen oder Schleppschläuchen unterwegs. Und wenn da der flüssige Stickstoff auf die aufliegende Streuschicht kommt, dann ist es schon sehr verzögert, was da passieren kann. Aber durch das Einbringen mit dem Nadelradinjektor ist man sehr unabhängig von der Strohrotte. Weil sie eben schaffen, unter die Schicht direkt zu kommen und dadurch die Pflanze auch direkt zu ernähren. Genau, das hat auch noch den Vorteil, wenn ich das Stroh nicht mit Stickstoff in Berührung bringe, dass die Bakterien wenig Chancen haben, das Stroh schnell abzubauen. Und es bleibt für mich eine länger aufliegende Streuschicht, die quasi die Niederschläge abpuffert und die Winderosion verhindert und natürlich auch mittel- und langfristig als Regenwurmfutter dient. Das ist eigentlich sehr wichtig im Direktsaatsystem, dass der Strohabbau nicht zu schnell vor sich geht. Sie haben ja in Ihrem Vortrag sehr, sehr explizit darauf hingearbeitet, wie Sie Ihr Saatgut behandeln mit zusätzlichen Nährstoffen. Einer unserer Zuschauer fragt, wenn Sie die Wurzelentwicklung beobachten, beobachten Sie da eher primär eine horizontale Erweiterung oder auch eine vertikale Erweiterung, also eine Erweiterung in die Tiefe? Ich habe es eigentlich versucht, mit dem zweiten Wurzelbild darzustellen, das nach den sogenannten Rasta-Locken, wo die Wurzel an der ersten linken Pflanze waren die Wurzeln sehr viel länger. Also wir haben eine deutlich längere, tiefere Wurzel dadurch. Genau. Da wäre noch eine Frage vielleicht erweitert. Das heißt einmal längere Wurzeln, aber sehen Sie ja, dass dann nochmal deutlich auch der Feinwurzelanteil zunimmt oder wie ist das zu beurteilen? Der Feinwurzel war, wie auf dem ersten Wurzelbild gesehen, war der sehr deutlich verbessert. Das ist allerdings, das liegt an der Biostimulanz, an dem Nutrifyt, die da sehr gut wirkt und da einen unheimlich guten, ja, Feinwurzel generiert. Ja, wir haben im Vortrag, das ist eine Verständnisfrage zum Vortrag, oder haben Sie über Kornkali in EC, also Entwicklungsstadium 32, gesprochen? Was sind da die Mengen, die gegeben werden? Ich bewege mich da zwischen 1 und 2 Dezitonnen. Also moderat. Abhängig nach Bodenuntersuchung oder wie entscheiden Sie da das Mengenthema? Das ist eine Mischkalkulation zwischen Bodenuntersuchung und was ich bewegen will. Ja. Ja, eine weitere Frage, die glaube ich auch in Zusammenhang mit Direktsaat öfter diskutiert wird. Wir haben ja die Thematik Glyphosat. Ob es ein Verbot wird oder ob es eine Verringerung wird, das wird sich oder wird die Zeit zeigen. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, es würde tatsächlich ein Verbot werden. Wie beurteilen Sie dann Ihr System, das Sie fahren? Dann wird es sehr schwierig. Ich gehe davon aus, man kann sich da noch ein paar Jahre drum herum arbeiten mit anderen Wirkstoffen. Aber von der Sache her ist es schade, dass man so total unwissenschaftlich mit dem Wirkstoff umgeht und ja, das quasi so politisch und durch NGOs so verheizen lässt, wo das so viele positive Nebeneffekte von Bodenschutz über Klimaschutz, über Insektenschutz. Könnte man sehr viel bewegen, wenn der Wirkstoff erhalten bleibt. Und für uns hat es auch geheißen, okay, andere Maßnahmen überlegen, sprich solche Sachen wie das Glyphosat ersetzen durch so eine elektrische Maßnahme, Elektroherb oder so, aber das ist nicht zielführend.
Wie beurteilen Sie so, ich sag mal, Entwicklungen, wenn man so ein bisschen quer liest, findet man immer wieder Ansätze, wo sich Leute ja mit, ich sag mal, Zwischenfruchtthematiken beschäftigt haben, die relativ sicher durch einen mechanischen Einfluss zerstört oder zumindest abgetötet werden können. Wie schätzen Sie da die Chancen ein, da wirklich weiterzukommen? Ja, partiell sehr gut. Also wenn man richtig gute Zwischenfruchtmatte hinstellen kann und kann die mit einer Messerwalze oder auch einfach durch Frosteinwirkung, kann man dafür sorgen, dass, oder wird dafür gesorgt, dass die im Frühjahr weg ist, also tot ist, und man hat eine gute aufliegende Matte, wo auch nichts anderes drunter durchwachsen kann, das kann man durchaus erreichen. Dann braucht man in dem Jahr auch kein Glyphosat. Solche Sachen funktionieren, aber es sind dann immer wieder Einschränkungen. Wenn man sagt, okay, ich will eine überwinternde Zwischenfrucht oder ich muss Ausfallgetreide oder irgendwas, muss ich beseitigen, um der neuen Frucht einen guten Start zu gewährleisten. Dann wird's schwierig, ja. Sagen wir, abseits von der Glyphosat-Thematik, gibt es andere Herausforderungen noch, die Sie in Ihrem System direkt sehen, mit denen Sie den gegenwärtig oder die nächsten Jahre konfrontiert sind? Ja, gute Frage. Was beschäftigt einen am meisten? Ja, sicherlich macht sich Gedanken über Relay-Cropping-Verfahren, dass man mehrere Früchte gleichzeitig anbaut, die man eventuell auch ernten kann, und dass man die aktive Zeit mit einer wachsenden Wurzel im Boden, dass man die noch verlängern kann und vielleicht auch noch einen Nutzen daraus ziehen kann, wirtschaftlicher Art. Das ist noch so ein, also Intercropping und Relay-Cropping Geschichten, die uns mittlerweile beschäftigen, ja. Ja, da kann ich natürlich an der Stelle nur kurz Werbung für unsere Veranstaltung machen. Wir haben ja morgen genau das Thema, nachmittags auch Intercropping, wo wir einfach Systeme vorstellen wollen, wo zwei oder mehrere Kulturen gleichzeitig, erntbare Kulturen, ich glaube, der Hinweis ist immer wichtig, gleichzeitig ja, genau, auf dem Acker wachsen können. Ja. Herr Zink, ja, eine Frage zum Abschluss, wo ich glaube, sicher den ein oder anderen Landwirt interessiert. Sie haben einen relativ strengen Winter, zumindest ein, zwei Wochen strengen Winter hinter sich. Wie schauen die Kulturen aus? Haben Sie schon Eindruck gewinnen können? Es sieht alles sehr positiv aus. Es war eine schöne Schneedecke drüber bei uns und unter der Schneedecke war es nicht gefroren. Also keinerlei Einfluss, der strenge Frost bei uns auf die Pflanzen. Okay. Gut, Herr Zink, ich glaube, dann sind wir mit unserem Fragenteil soweit durch. Wir haben natürlich nach wie vor die Möglichkeit, wenn euch an den Computern noch Fragen einfallen, die direkt hier an uns zu stellen. Wir leiten sie an den Herrn Zink weiter oder auch direkt an den Herrn Zink, um einfach in der Thematik weiterzukommen. Ja, an der Stelle nochmal vielen Dank für die Bereitschaft, einen digitalen Vortrag zu halten und dann noch digital das Wagnis einzugehen, mit mir hier über die Ferne Diskussion zu führen. Gerne, Dankeschön für die Möglichkeit. Ja. Dankeschön. Ja, wir machen an der Stelle um 13 Uhr weiter mit dem ersten englischen Vortrag, auch zum Thema Direktsaat. Den wird dann mein Kollege Johannes Hottenbacher moderieren. Ich freue mich drauf und wünsche Ihnen weiterhin gute Unterhaltung.